Servus, liebe Freunde der gepflegten Wortan-Unterhaltung. Ich bin Raibun, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht es auch schon im Hintergrund, um welchen Panzer es heute geht. Richtig, es geht heute um den T-54 von 1947. Ich hatte euch in meinem letzten Video, als ich euch den FV-4004, den Conway, gezeigt habe, kurz darüber erzählt, über die T-54er und ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das her ist, ich glaube jetzt mittlerweile eine Woche oder anderthalb, mit ein paar Chepoklern, unter anderem mit Impleet unterwegs gewesen bin und wir mal einen kleinen Test gemacht haben in T-54ern. Ihr wisst ja immer, wie das ist, ne? Kämpft man gegen irgendeine Art Panzer, dann beißt man sich teilweise die Zähne an denen aus, sitzt man dann selber drin, platzt man auseinander. Der Test war, dass wir gesagt haben, okay, irgendwie scheinen die T-54er im SB mal so richtig abzugehen und wir wollten das Ganze dann auch mal im RB testen, weil im RB sind die Dinger ja teilweise schon ganz schön krass. Also sind wir halt mal unterwegs gewesen und es war tatsächlich recht durchwachsen, aber es ist dann eine Runde entstanden, wo ich dann halt mal wieder sagen musste, meine Fresse, das gibt es nicht. Diese Runde, ich will es gleich sagen, ist keine Angeberrunde, deswegen hatte ich euch im letzten Video gefragt, ob ihr die Runde sehen wollt oder nicht. Denn es ist ein Double Ace geworden und in diesem Fall war es auch tatsächlich mal, ich meine, es war sogar eine High-Tier-Runde für uns und da ist natürlich dann klar, wie es dann halt natürlich ist, ne? Wenn ihr dann mit einem T-54 im High-Tier unterwegs seid, dann ist dieses Ding einfach brachial. Also, das ist wieder ein Idealbeispiel jetzt, was ihr jetzt seht. Und trotzdem möchte ich doch das ein oder andere über den T-54 dann hier verlieren. Aber gehen wir jetzt erstmal in die Runde rein. Wir sind also auf Mostock unterwegs im Domination-Modus, sprich also es gibt drei Flaggen zum Einnehmen. Wir haben die dicke Munition dabei, die BR-412D mit 235 mm Durchschlag auf 100 Meter, kostet pro Schuss 360 Silver Lions. Und ihr seht es hier schon, es ist tatsächlich für uns ein High-Tier-Gefecht. Und das ist, wenn ihr in einer Staffel unterwegs seid, tatsächlich eigentlich schon ziemlich rar. Aber es kommt auch, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle eben entsprechend auch auf das BR an, das ihr fahrt. Wir sind an dem Abend natürlich mehrere Runden gefahren und waren da eigentlich immer recht gut gematcht. Und das hier war jetzt tatsächlich dann halt eben mal so eine, für uns High-Tier-Runde. Da drüben seht ihr schon einen Leopard 1, beziehungsweise zwei Leopard 1er. Wir stehen hier oben recht gut Halldown. Der Turm schluckt ja einiges vom T-54, es sei denn natürlich, es trifft euch einer hier in den Kommandantenkuppel rein, dann reißt auch gerne mal euren Panzer auseinander. T-54er, die 1947er-Version, ist ja in den vergangenen Updates oder schon relativ lange relativ teuer. Also mich kostet der T-54 von 1947 mittlerweile 13.640 Silver Lions, wenn ich den verliere. Das ist mal richtig starker Tobak. Das ist auch mit am teuersten hier im ganzen Spiel. Ich weiß, es gibt genug andere Panzer, die genauso viel kosten, beziehungsweise die da auch relativ gut rankommen. Ich glaube, die Lorraine 40T ist auch bei über 12.500, der Tiger 2H, der normale, nicht der Diesel-Tiger, also nicht der Premium-Tiger, kostet glaube ich 11.500 oder auch an die 12.000. Also wir sind da in diesem BR-Bereich schon bei einer richtigen Stange Geld und das kann man eigentlich, wenn man einen dieser Panzer verliert, so gut wie nicht mehr auffangen in so einer Runde. Also wenn ihr da einmal kaputt seid, dann kostet das richtig Kohle auf dem BR. Finde ich ein bisschen schade. Ich meine, im High-Tier-Bereich, so, ich sag jetzt mal, ab 9-0, finde ich, ist es okay. Und auch 10-0 natürlich, aber in diesem Bereich jetzt hier da schon damit anzufangen, okay, wow. Kann man machen, muss man aber nicht. Ist aber, Gaijin natürlich überlassen, wie sie die Preispolitik gestalten.
ich denke auch, Gaijin will damit auch verhindern, dass halt eben die Panzer halt eben so hart gespammt werden, weil sie halt eben so extrem teuer sind. So, jetzt haben wir hier schon 4 Abschüsse, eine Zone gecappt, 1268 Punkte und machen wir uns nichts vor. Ein T-54 ist auf dem Gefechtsfeld so beliebt wie Fußpilz. Das hat natürlich hier, ja, alles so seine Vor- und seine Nachteile. Ich hasse diese Dinger. Die meisten haben tatsächlich relativ wenig Respekt vor den Dingern. Muss man eigentlich auch so gesehen nicht haben. Ich hasse die Dinger trotzdem. Tatsächlich gibt es einen extremen Weakspot. Ja, der Hund bellt. Einen extremen Weakspot. Und zwar eigentlich wie bei den meisten russischen Panzern ist das hier unten der Trapshot. Quasi unter die Kanonenblende, dann fliegt euch die Granate in den Kampfraum rein und reißt euch den ganzen Panzer auseinander. Das ist tatsächlich bei so gut wie jedem russischen Panzer möglich, das zu machen. Gerade auch bei denen, die hier unten diese gebogene Kanonenblende haben. So, wir sind jetzt tatsächlich schon bei 5 Abschüssen und ihr seht es hier auch schon, wie sich die Front hier schon wieder verschoben hat. Ja, also unser Team ist hier schon relativ weit vorne. Ich versuche hier oben B ein bisschen zu verteidigen und den beiden, die hier drüben langfahren, übers offene Gelände ein bisschen Deckung zu geben. Hier seht ihr auch schon, hier habe ich in meiner Seite tatsächlich diesen ganzen Panzerwust hier nicht gesehen und bin jetzt tatsächlich auf den Tiger P gestoßen. Dachte aber, komm, beschießt er erstmal den Tiger 2H. Aber da habt ihr es ja gesehen, da ist die Granate schön noch abgeprallt. Deswegen jetzt dann, na, erstmal den STB-1 genommen. Genau, war für mich in diesem Moment das gefährlichere Ziel als der Tiger 2P. Deswegen erstmal den STB rausgenommen. Und hat auch wunderbar funktioniert, schön durch den Drehkranz durch. Hier hat der Tiger 2P Glück gehabt, dass er in dem Moment seine Kanone gedreht hat. So ist die Granate in der Bewegung abgeprallt. Aber hier jetzt auch direkt durch die Kanonenblende überhaupt kein Problem für die 412D. Die hier mit genug Pen um die Ecke kommt. Bei 7 Abschüssen sind wir jetzt schon. Da kommt der nächste Tiger 2H. Es ist natürlich, das muss man natürlich ganz klar so sagen, wenn ihr natürlich halt hier mit dem Ding seid, dann ist es, ja, muss man eigentlich nichts mehr dazu sagen. Das Ding ist einfach nur mies. Jetzt stehen wir hier natürlich noch in einer guten Stellung, in der wir einen guten Überblick haben über den Rest, was hier so passiert. Minimap immer im Blick. Da kommt der ahnungslose Panther 2. Der jetzt an der Stelle keine Munition in der Seite hatte. Wir sind schon bei 9 Abschüssen. Also so ein T-54 ist halt auf dem BR einfach die Pest. Und da bin ich tatsächlich auch der Meinung, das sollte man wirklich trennen. Weiter trennen. Ja, weil hier seht ihr es auch gerade, da nehmt ihr halt eben die Gegner auseinander bis zum geht nicht mehr. Auch hier wieder einmal durch. Ja, da ist jetzt das Double Ace mit 10 Abschüssen. 2542 Punkte. Wir können hier weiter zugucken, wie das Team dezimiert wird, das gegnerische. Ich habe auch immer wieder, das seht ihr auch, nach links geguckt, beziehungsweise darunter, wo ihr auch eben gerade schon den Marker vom Tiger 2H gesehen habt. Einfach weil die da hinten eine ziemliche Senke haben. Das ist dieser Bereich hier. Und da einfach mal mit dem Turm einfach nur hochgucken können.
sobald die dann euch sehen, habt ihr natürlich mal klassisch die Arschkarte gezogen. So, der Ferdinand, der wird hier schon auseinandergenommen. Brauchen wir nicht gar nichts mehr zu machen. So, und da habt ihr es gerade gesehen. Habe ich es gerade noch gesagt. Und da kam der Tiger 2H schon hoch. Und hat uns hier irgendwo, ich weiß gar nicht. Ja, er hat uns hier vorne die Kettenblende kaputt geschossen. Und ja, ansonsten ist aber am Panzer nichts passiert. Und auch das ist wieder so typisch T-54. Ja, also bei der angewinkelten Frontplatte und so. Auf dem BR, wenn ihr ihm da nicht direkt unter die Kanone schießt und ihr in so einer Runde drin seid, habt ihr natürlich schon quasi eigentlich fast schon gewonnen, wenn sich euer Team nicht wirklich dumm anstellt. Und das ist jetzt hier im Moment nicht der Fall. Wir halten den da hinten trotzdem weiter im Auge, weil er halt immer noch rüberpieken kann. Aber die Runde ist tatsächlich ziemlich safe für uns im Sack. Und klar, wir haben jetzt natürlich den Gegner daran gehindert, weiter vorzurücken. Da hinten den Panther gesehen. Und auch dem einmal direkt vorne durch die Wanne gebolzt. Und damit Abschuss Nummer 11. Und das sind wirklich Runden, die kriege ich nicht häufig hin. Aber trotzdem, ja, T-54, was soll man dazu noch großartig sagen? Wir gehen mal in den Hangar, denn die Runde ist jetzt sowieso vorbei. So, hier seht ihr es nochmal. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute mich aus dieser Runde heraus reported haben. Aber ihr seht es auch hier. Der Erstplatzierte hat fast noch 2000 Punkte mehr als ich. Ist, ja, dreimal mehr draufgegangen, hat zwei Flieger abgeschossen und ja, auch nur ein Drittel der Abschüsse, beziehungsweise fast eigentlich nur ein Viertel der Abschüsse. Aber sei es drum. Das Gegnerteam ist hier in diesem Fall mal richtig hart überrannt worden, aber es ist halt, ihr wisst es selber, wie es ist, wenn man High-Tier ist, dann hat man eine Chance, richtig was draus zu machen. Auf der anderen Seite ist es dann auch meistens so, zumindest geht mir das meistens so, dass der High-Tier-Bereich oder beziehungsweise die High-Tier-Runde für mich dann immer so ausgeht, dass ich maximal 2 Schuss aushalte und dann bin ich auch schon raus aus der ganzen Nummer. Aber ihr habt jetzt gesehen, wie es halt eben lief. Das war eine ziemlich epische Runde. Beschwert euch jetzt nicht, dass ich euch jetzt diesen Russenpanzer gezeigt habe. Ihr wolltet die Runde sehen. Ihr habt das, viele von euch haben das gesagt, ich soll euch die Runde zeigen. Also habt ihr sie jetzt hier. Ja, ansonsten kann ich aber zum T-54 tatsächlich sagen, das war wirklich eine Ausnahmerunde. Ja, es ist eine Ausnahmerunde gewesen des Double A's. Ansonsten tue ich mich mit dem T-54 auch relativ schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir können tatsächlich eigentlich auch mal in die Statistik reingucken. Wie ich momentan mit dem T-54 von 1947 stehe. Sieht hier 62,5%. Okay, das sind 2/3 aller Runden, die ich gewinne. Und ich habe nicht mal eine 2er-KD mit dem Ding. Also 95 zu 57. Ja, da gibt es Panzer, mit denen ich wesentlich besser bin. Aber ihr seht das, so gut bin ich dann mit dem T-54 von 1947 auch nicht. So, ich hoffe trotzdem, dass euch die Runde gefallen hat. Russenpanzer, ja, wenn man die zeigt, das ist ja auch immer, die sind ja auch immer nicht wirklich beliebt. Aber ihr wolltet es sehen und deswegen habe ich es euch gezeigt. Lasst gerne eine Bewertung da, schreibt gerne alles, was ihr zu dem Video zu sagen habt und was ihr auch zu dem Panzer zu sagen habt, unten in die Kommentare. Und vergesst natürlich nicht, wenn ihr in Sachen War Thunder auf meinem Kanal nichts mehr verpassen wollt, dann lasst mir gerne ein Abo da. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Zuschauer, der den Weg hier zu meinem Kanal findet. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.